Ich wünsche euch herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Und in der letzten Folge, wir haben eine kurze Pause gemacht zwischen der letzten und dieser Folge, habe ich euch gefragt, ob wir denn erst die Nebenquests alle machen sollen, bevor wir das Ende machen. Und die Umfrage und auch die Kommentare waren ziemlich eindeutig, dass ihr alle gerne die Nebenquests sehen wollt. Und die Mehrheit wollte sie vor dem Ende sehen. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil wir, glaube ich, alle Spukermittlungen machen müssen und die meisten davon nutzen müssen, ja, quasi die Energie rausziehen müssen, ne? Verurteilen müssen, ne? Damit wir Antea retten können. Das wäre also wichtig. Ja, also würde ich sagen, gehen wir gleich zum Feuer und machen mal hier die Spukermittlungen erstmal in The Dark Woods zu Ende. Dann hier oben. Es gibt auch noch eine Menge zu tun, auch in diesem Bereich. Da gibt es noch eine verfluchte Truhe, da brauchen wir auch noch einen weiteren Wachposten hier. Hier gibt es noch eine unentdeckte Stelle hier, also noch eine ganze Menge. Und hier oben gibt es auch noch viel zu tun in dem Bereich. Und hier auf der Insel hatten wir, glaube ich, schon alles. Hier hatten wir soweit alles. Und hier unten, da brauchen wir noch einen Schlüssel. Ne? Hier gibt es auch noch ein Nest. Hier gibt es noch eine Nebenquest. Eine ganze Menge. Gut, ja, dann würde ich sagen, wo befinden wir uns? Da oben. Gehen wir risen. Genau, zum Feuer. Nebenquest, Hauptquest lassen wir einfach mal komplett. Was ist das? Nichts, was für euch von Interesse ist. Warum nicht? Was haben wir hier? Die sahen auch schon mal besser aus. Das gilt für uns alle. Okay. Ach, sie hat hier was angepflanzt. Ach, hier hat sie ihre Hütte. Da waren wir ja noch gar nicht drin. Eure neue Behausung gefällt mir deutlich besser als die alte. Damals war ich ein anderer Mensch. Schön. Ja, ein bisschen staubig. Das Geheimnis des alten Mooskopfes. Ah. Ach, das war hier die Soul. Oh, wie sehr vermisse ich meine Geliebte. Mehr als alles andere fehlen mir ihre Lehren und ihre Präsenz. Bin ich bereit? Ich weiß, dass sie mich auf was vorbereitet hat. Aber auf was? Es gibt so viele Dinge, die ich nicht klar sehen kann. Warum wich Seridin der Frage aus, was mich jetzt erwartet? Ich habe ihr nie ganz geglaubt, als sie mir sagte, dass so viele Geheimnisse vor ihr verborgen blieben. Mit dem Verweigern einer Antwort wollte sie mich sicher nur schützen, obwohl ich darauf bestand. Nach der letzten Begegnung wusste sie offensichtlich genau, wer der alte Mooskopf war. Die Art, wie der Schemen auf seine Uhr schaute, die Wut in seiner Stimme, selbst sein Name Old Soul. War dieser Geist eine unheimliche, grausame Verkörperung meines Vaters? Von einer der dunkelsten Lehren Seridins erinnere ich mich an jenes Wort. Denn das Ungleichgewicht wird so stark sein, dass sogar die Toten aus einer Zukunft zurückkehren könnten, die du bereits erlebt hast. War der alte Mooskopf eine Strafe, die sich der in New Eden verborgene Albtraum für mich ausgedacht hatte? Ups. Was genau wusste Seridin über die zukünftigen Ereignisse, die ich bereits erlebt hatte? Wie alle Bewohner von New Eden fürchte ich, dass mein Schicksal mit dem Ding verbunden ist, das sich im Gemeindezentrum von New Eden verbirgt. Ich mache mich besser bald dorthin auf. Sika. Ah ja, ja, habe ich doch gesagt, der hatte die Uhr. Ach, dann war Old Soul tatsächlich Pennington. Ein zukünftiger Geist von Pennington, der seine Tochter jagte. War ja auch immer auf die Uhr. Ja, interessant. Die Vulkots von Roanoke. Meine Erforschung der neuen Welt war bis zum heutigen Tag eine Abfolge von Enttäuschung und Frustration. Trotz monatelanger Suchen in Kolonien und konträr zu dem, was ich nach dem Studium von John Whites Bericht vermutet hatte, fand ich keine Spur von Vulkots oder irgendeiner anderen Art von Vampiren. Roanoke Island war verlassen, sogar von der einheimischen Bevölkerung. Ich setzte meine Suche nach der geheimnisvollen Crescent Island weiter nördlich fort. Angeblich war sie vor kurzem verschwunden, aber auch das war erfolglos. Trotz meiner neuesten Karten war die Insel unauffindbar und mich ergriff ein seltsames Gefühl, als ob ein böser Wille über dem Wasser schwebte, um ankommende Schiffe abzulenken.
Obwohl es auf den gleichen okkulten Traditionen beruht, ist es hier ganz anders als in Europa. Dennoch bin ich überzeugt, dass an diesen unbekannten Küsten und Ländern schreckliche Geheimnisse lauern. Überall stoße ich auf Spuren des Okkulten und des Bösen. Unter dem Deckmantel des Glaubens und der Reinheit, der für die Kolonien der neuen Welt so typisch ist. Diese Seiten behalten die Ergebnisse meiner Forschung und Beobachtung in der Hoffnung, dass andere Brüder in den kommenden Jahren eine Hilfe sein werden. Denn mehr denn je bin ich davon überzeugt, dass die Bruderschaft der Stola des heiligen Paulus mehr Beobachter vor Ort braucht, die in der Lage sind, Informationen zu vergleichen. Wir müssen ein wachsames Auge auf die Phänomene haben, die sich hier bereits ereignet haben oder bald ereignen werden. Wenn sie sich nicht schon unter den Sterblichen verstecken, wird es nicht mehr lange dauern, bis sich die Bluttrinker hier niederlassen. Unsere Wächter müssen jedes Anzeichen dafür untersuchen und melden, bevor wir über die Verbannung des Drachen entscheiden. Was? Sobald ich nach England zurückkehre, werde ich um Freiwillige unter unseren Brüdern bitten, die sich in diesen Überseekolonien niederlassen und unsere heilige Mission diskret verfolgen. Das wird nützlich sein. Finde die alten Schriften der Bruderschaft. Okay. Das wird nützlich sein. Wofür? Lucius Raspberry Primus von St. Paul. 1665. Okay. Gut, dass wir hier in der Hütte nochmal nachgeguckt haben. Gut. Aber nun zum Feuer. Jetzt muss ich wieder lesen. Ich hasse es. Normalerweise passieren dann schreckliche Dinge. Sie ist jetzt die Hüterin. Möge sie über alles Wissen ihrer Mentoren verfügen. Und noch mehr. Ich wünschte, ich wäre halb so schlau wie meine. Du bist nicht so dumm, wie du tust. Du wirst dich wacker schlagen. Ey, wie komme ich denn hier zum Feuer? Da komme ich noch durch? What the hell? War ich hier schon mal? Ah. Ah, hier gibt's noch mehr. Hier gibt's noch mehr Orte. Ihr glaubt wohl, ihr kriegt mich, hä? Seh zu, dass dich niemand erschießt. Eine Spukermittlung. Was ist denn hier? Denn das da? Sie sehen echt aufgeregt aus. Darf ich auch mitmachen? Ich hasse diese Viecher. Theodor. Ich bin besser als du. Hast du gehört? Ei, ich bin der König der Muskete, der Schatten im Wald. Was ein Angeber. Seht ihr? Selbst Tod lässt die Schlampe nicht locker. Wie geht das? Wie konnte sie einen Wolf bändigen? Versteht mich nicht falsch. Es lief alles exakt nach Plan. Ihr kämpft gut. Euch könnten wir gut bei der Miliz gebrauchen. Red McGrath, Verbanner.
Ja, ich habe euch schon mal gesehen. Theodore Shepard, Scharfschütze in Fort Jericho. Der Beste von allen. Habt ihr einen Geist gesehen? Was hat mich verraten? Es ist der Geist von Flora Abbott, diese Negerschlampe. Hat er das gerade wirklich gesagt? Über Flora. Flora Abbott? Wer ist das? Die kleine Schlampe des Captains. Hat ihr sogar eine Muskete geschenkt. Ist abgehauen, wohl dabei abgekratzt. Und lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Wieso euch? Was weiß ich, wie die ticken. Die sind von Natur aus hinterlistig. Das wisst ihr doch. Sie wollte mich umbringen. In meiner eigenen Höhle. Das ist Beweis genug. Die Sklaverei ist ein Geschenk für die. Verzeihung? Bleib ruhig. Wir müssen uns um einen Geist kümmern. Dem kleinen Drecksack können wir später noch Manieren beibringen. Vielleicht kann ich helfen. Mit Geistern kenne ich mich aus. Ihr habt eine Höhle erwähnt. Eure? Ja, ich habe sie als Jagdhütte genutzt. Zumindest bis Abbott dort aufkreuzte. Oder ihr Geist jedenfalls. Sie griff mich an. Ich rannte um mein Leben, musste alles zurücklassen. Seid doch so nett und holt mir meine Sachen, hm? Vielleicht behalte ich das Zeug einfach. Vielleicht behalte ich das Zeug einfach für mich. Um was für Sachen handelt es sich denn? Na, nichts, was ihr gebrauchen könnt. Ich aber schon. Ein Notizheft, ein paar Wolfsfallen. Für euch kaum von Wert, für mich etwas wertvoller. Danke, Kumpel. Ich weiß das zu schätzen. Mal sehen, was wir in Teddys Höhle alles erfahren werden. Mhm. Ich mach mich wieder auf den Weg. Gebt auf euch Acht. Ja, nehmen wir die Folge mal. Du wirst auf jeden Fall sterben. Folgen wir dem mal. Haltet euch da raus. Ein Geist hat uns belauscht. Vermutlich Flora Abbott. Sie hat Spuren hinterlassen. Ich will erstmal hier rein. Wie kommen wir hier rein? Sobald du die Wurzeln freigelegt hast, zerstöre ich sie. Ach, eine Wurzel. Fuck it. Da kommen wir sogar hoch. Da müssen wir sogar hoch, wie es scheint. Okay, wo sind die Wurzeln? Ach, Mädel. Hey, er gehört mir. Wer ist da? Da oben ist sie. Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Flora Abbott? Seid ihr das? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Hätte Fahrradkette. Also, da ist eine Wurzel. Da drin ist eine Wurzel. Wie können wir die denn... Ja, hoffentlich sind es nur die zwei. Da geht zwar auch was hoch, aber ich sehe sonst nichts. Versuchen wir es mal. Vielleicht reichen ja zwei aus. Natürlich reichen zwei nicht aus. Verdammte Scheiße. Ist die in der Höhle? Meisterschütze. Jahrelange Übung. Also, da war ich schon in der Höhle. Bin ich dahergekommen? Ich bin dahergekommen, ja. Oh, da ist noch ein Topf. Wie kommen wir denn in die Hütte? Kommen wir in die Hütte rein? Wie kommen wir in die Hütte rein? Eine wirklich sehr hübsche Sammlung. Wahrscheinlich kamen Jäger aus der ganzen Welt hierher, bevor der Fluch über New Eden hereinbrach. Eine Karte. Was hältst du davon? Norden, Steilhänge, Westen, Hügel, Osten, Meerhügel, Süden, wir gehen nicht nach Süden. Wenn ich mir die Karte so ansehe, liegt Shepherds Höhle gen Osten. Wir machen das. Gib mir mal, was in deiner Truhe ist. Hier ist noch ein Brief. Suche nach Angebot. Diese Anfrage ist ernst gemeint und die Bezahlung ist gut. Ich bin auf der Suche nach 4 hochwertigen ganzen Wolfspelzen. Nach Möglichkeit mit grauem Fell. Auch weiß ist gern gesehen. Gereinigt, wenn es geht. Ein Mr. Turrington in Boston erwartet die Waren doch vor Ende des Winters und kümmert sich um die Bezahlung. Ich höre irgendwas. Ist hier wieder ein Splitter? Irgendwo? Auf der Hütte? Hinter der Hütte? Aha.
Aha. Dieses Ding steckt voller Niedertracht. Habe ich die Dinger? Der Kletterer. Ah ja. Gut zu wissen. Das war wahrscheinlich das Fragezeichen, was wir hier finden sollten. So, jetzt müssten wir eigentlich auch in diese Hütte reinkommen. Aha. Vielleicht finden wir hier einen. Dann gibt es auf jeden Fall eine Kiste. Warum jagen sie uns und beschuldigen uns, verbrennen uns? Heuchler und Einfallspinsel, alle miteinander. Heuchler, die uns in den Rücken fallen. Nachts finden wir sie jedoch in unseren Höhlen. Auf der Suche nach Schutz vor ihren Gegnern oder nach Zärtlichkeit von ihren Geliebten. Einfallspinsel, die rücksichtslosen Verbannern oder Dämonologen loben und uns verachten, obwohl wir alle dasselbe Wissen teilen, das aus denselben vergessenen Wurzeln stammt. Warum? Weil wir uns weigern, ihnen zu dienen, weil wir durch alle Spiegel geschaut haben und weiser zurückkehren als die meisten, weil wir im Laufe der Äonen mehr gelehrt und vergessen haben, als Verbanner oder Dämonologen je lernen werden. Wir sind Hexen, stolz und frei. Und auch wenn wir manchmal ihr Geld für unsere Dienste nehmen, so verbeugen wir uns doch nur vor unseren Müttern. Am Ende verachten sie uns, weil sie insgeheim das suchen, was wir gefunden haben. Seeker. Fell. Ah, Fell. Oh. Gut. Ich frage mich, ob ich hier schon mal war, weil hier dieses Seil ist, oder hing das schon immer hier? Da ist sie ja. Warum habt ihr ihn gerettet? Ausgerechnet ihn! Ihr seid Fräulein Abbott, richtig? Ich bin Red McGraith, Flora. Das hier ist Antea Duarte. Wir sind Verbanner und wir sind keine Freunde von Theodore Shepard. Ihr, die Verbannerin. Wir haben von euch gehört, als ihr hier eintraft. Ich traute meinen Ohren kaum. Jemand wie ich, gekommen, um uns zu retten. Wie sie alle gespottet haben. Ich hatte Hoffnung. Solche Hoffnung. Aber ihr habt uns nicht gerettet, oder? Ihr habt nur diesen Bastard Shepard gerettet. Ihr werdet mich nicht verbannen. Nicht ehe ich mit ihm fertig bin. Hört ihr mich? Keine Sekunde früher. Warum seid ihr hinter Shepard her? Warum seid ihr hinter Shepard her? Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich gewähre ihm einen schnellen Tod, denn ich kann besser jagen als er. Ich war besser und das wusste er. Das konnte er nicht abhaben. Und dass ich das Vertrauen des Captains hatte, auch nicht. Ich, die Dunkelhäutige. Das schwächste Geschlecht, die falscheste Hautfarbe, der Sündenbock für jeden Fehler. Gehasst für jeden Erfolg. Hat sich niemand auf eure Seite gestellt, hat er euch angegriffen? Hat sich niemand für euch eingesetzt? Oder ihn zumindest in seine Schranken verwiesen? Niemand außer Pennington. Sagt mir, ihr und euer Mann, ihr gehört zusammen. Der Captain ist tot und ich bin hier nicht mehr willkommen, also wo gehöre ich hin? Priest würde sich niemals mit Shepard anlegen. Deswegen habe ich dem vor den Rücken gekehrt, aber Shepard hat mich trotzdem gefunden. Am alten Wachturm, östlich von hier. Shepard hat mich noch ein letztes Mal verfolgt, bevor er mich erschossen und umgebracht hat. Tut mir leid. Eine grässliche Schandtat nach der anderen. Der Bastard hat meine Waffe gestohlen. Sie ist in seiner Höhle. Ich will sie zurück. Ah, alles klar. In der Höhle, in der ihr ihn töten wolltet? In der Höhle, in der ihr ihn töten wolltet? Ja. Und? Nein. Kein Problem. Bis es ein Problem gibt, natürlich. Wir sind keine Feinde. Wir sind keine Feinde, Flora. Ihr könnt uns vertrauen. Kann ich das? Ihr habt das Leben eines Mannes gerettet, der nur Hass für euch übrig hat. Ich bin gestorben, um euch zu retten. Eine Verbannerin kämpft immer für die Lebenden.
Ein Verbanner ist auf der Seite der Lebenden. Ihr seid aber kein Verbanner mehr. Und am Leben seid ihr auch nicht. Hat sie auch recht. Ihr wart als Jägerin in Fort Jericho tätig. Aber warum seid ihr überhaupt nach New Eden gekommen? Mir gehört Land hier. Ich bin schon lange keine Außenseiterin mehr. Irgendwo muss man schließlich leben. Fühlt ihr euch wohl? Seit ich in jungen Jahren meine Heimat verließ, habe ich mich nirgends mehr niedergelassen. Man sollte es sich nirgends zu gemütlich machen. Ich bin in New England geboren, auf einer Farm nahe Boston. Nach dem Tod meiner Mutter kam ich nach New Eden und erwarb ein Stück Land. Nur ein kleines Grundstück am Rande des Waldes. Pennington kam ab und zu vorbei. Wir gingen gemeinsam jagen. Als wir von hier flohen, folgte ich ihm. Schloss mich der Miliz an. Ich wurde ein Teil von New Eden. Dann starb der Captain. Und ich war kein Teil mehr. Lasst euch nicht weiter stören. Auch irgendwie unsere Schuld, ne? Ich vertraue euch. Hoffentlich ist es kein Fehler. Schauen wir mal. Was gibt's denn hier oben noch? Ah, guck mal. Oh, okay, wie groß ist der Bereich? Da gucken wir mal später. Ach, da ist schon wieder was. Alter. Was? Da bin ich hergekommen. Ja. Sieh mal einer an. Gibt es hier nur eine Kleinigkeit zu entdecken? Oder führt uns das schon wieder in einen riesigen weiteren Bereich? Aha, hier ist eine alte Kanone. Aha. Also doch noch was zu entdecken. Sehr gut. Dann können wir unseren Weg ja fortsetzen. Sowas mag ich. Das reicht dann auch. Nicht irgendwie durch den Spalt und auf einmal riesiger neuer Bereich, 15 neue Nebenquests. Nee, da geht's auch noch lang. Theoretisch geht's da runter. Okay. Ich folge erstmal der Nebenquest hier. Man hört die Wölfe heulen. Was ist das? Erz. Wow! Ist das New Eden? Wahrscheinlich schon, ne? Das kommt mir bekannt vor. Ist das in die Richtung? Genau in die Richtung? Nee, das ist das hier, oder? Was ist das denn? Scheint irgendeine Festung zu sein. Oh. Nachdem sie ihren Captain und einzigen Verbündeten verloren hatte, verließ sie das Fort. Hallo, Pike. Es war richtig zu gehen. Shepard wollte sie vernichten. Es war die richtige Entscheidung zu gehen. Pennington hat Shepard im Zaum gehalten. Ohne den Captain schwebte sie in Gefahr. Und es ist unsere Schuld. Da ist eine Höhle noch.
Da gibt's ach, da gibt's wieder ein Schemenhort. Na, sieh mal einer an. Ist das eine Jagdhütte hier? Was ist das? Untersuchen? Einschusslöcher? Ein Duell? Tür wurde eingeschlossen. Gewaltsames Eindringen. Hier ist ein Echo. Enthüllen wir es mal. Askel Fogachsmar. Machst du in meinem Haus? Echtes Drecksloch hast du hier, Abbott. Passt zu dir. Genug. Du wolltest, dass ich verschwinde, und ich bin gegangen. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Was zum Lesen für dich, falls du überhaupt lesen kannst. Hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur der Überbringer. Sie hat ihr Gewehr runtergenommen. Wieso? Sie war vorsichtig. Sie war vorsichtig. Gab Shepard keinen Grund abzudrücken. Ziemlich riskant. Sie ist tough. Ich frage mich, was in dem Brief stand. Vielleicht ist er irgendwo. Sieht mottenzerfressen aus. Hier hat schon lange niemand mehr geschlafen. Der Turm muss schon Jahre vor dem Fluch aufgegeben worden sein. Ist das der Brief? 10. April, Epidemie in den Minen. Alle Wachen werden sofort nach Fort Jericho zurück. Beordert. Zack, zack, Lieutenant Priest. Hm. 6. Juli. Ich glaube, ich bin nicht sicher. Wölfe, Präriehühner, Hasen, Eichhörnchen. Der Wolf hat mich angegriffen. Passiert immer öfter. Sie sind hungrig. Das Fell behalte ich. Verkauf sich nicht. Zu viele Löcher. 13. Juli. Vielleicht. Präriehühner, Adler, Wölfe. Schlechte Woche. Wenig Wild. Die dich erwischt habe, waren krank. Schnee im Sommer. Haben mich vor Jericho angeschlossen. Captain hat mich gebeten. Die Leute sind wilde. Ich bringe ihnen Fleisch und Pelze. Sie war eine erstklassige Jägerin. Aber Shepard sah sie nur als Beute. Manchmal komme ich auf die rechte Maustaste und dann beendet man es wieder. Die Leute sind wilde. Ich bringe ihnen Fleisch und Pelze und manche hassen mich immer noch. Shepard ist der Schlimmste. 21. Juli, eine Vermutung. Rehe, Wölfe, Hasen, Truthähne, Eichhörnchen. Ich kenne mich jetzt besser im Gelände aus. Viel Wild, auch wenn es kalt hier ist. Ich bin die Beste. Shepard hasst mich dafür. Er ist ein Tyrann. Hat meine gute Decke gegen eine mit Löchern und Flöhen ausgetauscht. Als ob er nichts Besseres zu tun hätte. Er ist eine weitere dunkle Wolke am dunklen Himmel. 27. Juli. Nicht, dass man es denken würde. Prärünehühner, Adler, Hasen. Dachte, ich hätte Shepard beim Jagen gesehen, aber es war ein wandelnder Toter. Hat einen Hasen gefangen und ihn im Stück verschlungen. Ich rannte weg, natürlich. 28. Juli. Vermutlich. Prärünehühner, Adler, Hasen. Der Bastard Shepard war hier und hat seine Waffe auf mich gerichtet. Nur für einen Moment, aber das hat gereicht. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Ich weiß, was dieser Blick bedeutet. So starrt ich einen Bär an, bevor er auf dich zustimmt und du ihn erschießen musst. Er dich erwischt. Sie war eine erstklassige Jägerin. Aber Shepard sah sie nur als Beute. So. Haben wir alles gemacht?
Hier scheint es ja noch mehr zu geben, oder? Hier draußen. Ich höre wieder was. Da ist Blut, guck mal. Das musst du dir ansehen. Ja, ich komme sofort. Aber ich höre auch. Ich höre auch was. Als ob hier oben drauf noch was ist. Aber da kommt man nicht hin. Zumindest noch nicht. Vielleicht. Ist aber da noch was? Fußspuren. Interessant. Hier sind Fußspuren. Hier kommt man auch runter. Hier sind auch überall Fußspuren. Hier kommt man nur hier hin. Wieder zum Turm. Da suchen wir mal das Blut. Floras Blut vielleicht? Hier war eine Muskete. Man sieht noch den Abdruck. Ich würde sie nur zu gern finden. Was sollen wir denn? Floras Muskete. Ach, wir brauchen sie erst und können dann das Ritual machen. Dann müssen wir wahrscheinlich in die Höhle. Aber in welche? Hier gibt es einige Höhlen. Wahrscheinlich diese hier. Scheinen aber alle miteinander verbunden zu sein, so mehr oder weniger. Hier ist auch Blut. Okay. Ein Wolf. Folgen wir mal der Spur. Ich erledige das Herz, du die Wurzeln. Ist ja mächtig was los, ey. Da muss hier durch die ganze Höhle rennen. Ja, warte, da folge ich erstmal der Spur hier. Warte mal, bin ich jetzt in die falsche Richtung gerannt? Ich glaube schon. Die Höhle ist groß. Hierhin. Ah. Mehr nicht. Also doch in die andere Richtung. Hier irgendwo. Oh. Irgendwo hier könnte sie liegen.
Vielleicht noch weiter rein? Oder wieder raus? Ne, irgendwo hier muss es sein. Tja, da geht's nur runter. Sind wir wieder draußen. Es muss in der Höhle sein. Wahrscheinlich müssen wir dann doch die Wurzel loswerden, um irgendwo anders hinzukommen. Schauen wir uns mal weiter in der Höhle um. Irgendwie müssen wir ja hochkommen. Ach, da geht's auch noch hoch. Guck mal. Aha. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ach, Lagerfeuer. Platz. Theodore Shepherds beschauliches, trautes Heim. Mhm. Die Kanone. Das muss Floras Muskete sein. Flora Abbotts Geisterfessel. Ihre Muskete gestohlen von Theodore Shepherd. Diese Fessel, ja, ist durchtränkt. Oha! Flora Abbotts Muskete. Achso, die hatten wir schon. Okay, dann können wir damit eine Geisterbeschwörung machen. Meister Teds geheimer kleiner Schlachtplatz, hm? Wenn du dich ausruhen musst, dann am besten hier. Sehr schön. Ein Lagerfeuer. Aktivieren wir es mal. Was haben wir hier noch Schönes? Das mit dem Rauchen habe ich nie verstanden. Soll angeblich sehr gut für die Gesundheit sein. Auf jeden Fall. Ein Tagebuch. Theodore Shepherds Notizheft. Heute ein Präriehuhn erlegt. Steilhänge im Norden. 2 Wölfe erlegt, Hügel im Westen. 3 Hasen gefangen. Ein Truthahn erlegt, Steilhänge im Norden. Leute wollen im Fortleben, aber wenn die Monster kommen, müssen alle zu den Waffen greifen. Der Captain lässt mich mehr Tiere für Fleisch erlegen, als Untote zurück in die Hölle schicken. Und die pechschwarze Hure schickt er auch raus. Ich traue ihr nicht. Nur ein Wolf erlegt. Steilhänge im Norden. 3 Prärien erlegt. Steilhänge im Norden. 1 Hase gefangen, Hügel im Osten. Heute nichts. Alle fallen leer. Ich bin mir sicher, die schwarzmaulige Sau Abbott hat sich wieder dort rumgetrieben, wo sie nichts zu suchen hat. Sie klaut mir mein Wild. Wenn sie auf Ärger ist, kann sie es haben. Heute nur ein Wolf und der war verdorben. Erlegt, Steilhügel im Norden. Heute ein Prärienhuhn erlegt, Steilhügel im Norden. 2 Hasen gefangen, Hügel im Osten. Sie ist eine Gefahr. Ich habe Pennington. Er sucht, ihr die Waffe wegzunehmen. Wenn er es nicht tut, mache ich es. Dann werden wir sehen, wer hier der Beste ist. Das Notizbuch, das Shepherd wollte.
Und ein Schlüssel. Ein reizender Mann. Reizend ist ein Ausdruck. Die Schatulle des Reisenden. Mir fallen da ganz andere ein. Soldat, Jäger, gefallenes Vorbild. Erbärmlich, wütend, widerwärtig. Shepard ist erbärmlich, zornig und widerwärtig. Und er ist ein schlechter Verlierer. Hart, aber wahr. So. Wir können was rüsten. Alles. Außer den, den ich gerade hier habe. Der ist schon auf 6. Haben wir irgendeinen auf 5, den wir aufrüsten können? Den hier eventuell. Dann machen wir den mal auf 6. Und gucken, ob der besser ist. Nö. Ach komm, machen wir alle. Warum nicht? Aber ich hätte den eigentlich, ne? So, was haben wir hier Schönes? Nichts. Wahrscheinlich, weil ich meine ganzen Rohstoffe jetzt dafür verballert habe. Egal. So, gehen wir mal wieder hier raus und machen das Ritual. Echos an der Klippe achten. Ach, Echos, ein Echo müssen wir enthüllen. Alles klar. Ein Echo enthüllen. Mal sehen, was hier dann noch passiert ist. He mishor machun jenisch. Manchmal sagt er was, manchmal nicht. Er hat sie von da oben angeschossen. Was zur Hölle, Shepard, du mieser Bastard! Er hat sie zur Strecke gebracht wie ein wildes Tier. Es macht mich krank. Ich weiß, sollte uns egal sein, aber... Flora wollte ihre Freiheit haben. Shepard hat sie ihr genommen. Da unten muss sie irgendwo liegen. Vielleicht hat sie sich noch weggeschleppt. Keine Spur von ihrem Leichnam. Vielleicht hat ihn jemand in den Fluss geworfen. Könnte meilenweit flussabwärts getrieben sein. Wir gehen mal weiter. Zumindest eine Blutspur. Alter, was sind das für Hügel? Ah, das ist dieses Gebiet hier. Da waren wir drin. Hier gibt es auch... Ja, da gibt es noch was. Guck mal. Hier ist wieder Stimmen was. Von Geistern besudeln diesen Ort. Was zum? Das Schießpulver ist feucht. Abbott, du faule, heidnische Hure! Der Schnee ist schuld daran. Du jaulst wie ein feiger, zahnloser Köter, Shepard. Der Captain wird nicht immer da sein, um dir den Arsch zu retten. Ich krieg dich noch. Dann schieß lieber nicht daneben, kleines Hündchen, weil ich schneller bin als du. Und die Sache ist schnell aus dem Ruder gelaufen.
Schießpulver ist lebenswichtig. Das Pulver war nur ein Vorwand. Hier ist Schießpulver lebenswichtig, aber anschreien war nicht nötig. Ich bezweifle, dass sie falsch lag. Ich auch nicht. Aber sie hat ihm gedroht. Oh. Hart. Sie wollte nur ein besseres Leben haben. Wie jeder Mensch. Ich wurde mal von einem spanischen Sklaventreiber angeheuert. Natürlich wurde er heimgesucht. Sein Zustand war übel. Als ich dort aufschlug und er mein Gesicht sah, meine Hautfarbe, ist er ausgerastet. Wollte lieber weiter heimgesucht werden. Hast du ihn zurückgelassen oder hast du ihm geholfen? Wahrscheinlich nicht. Hast du ihm trotzdem geholfen? Nein. Er hat seine Lakaien auf mich gehetzt. Hat behauptet, ich hätte die Geister gerufen. Ich habe mich schleunigst aus dem Staub gemacht. Ich kann was erkennen. Da hängt was am Baum. Ich glaube, es ist eine Tasche. Krieg sie nicht ab, okay. Mal sehen, ob wir da runterkommen. Hier ist ja einiges los, du. Ach, verdammter Nebel. Jetzt müssen wir wieder... Mal sehen. Hier gibt es einfach so viel. Ich würde sagen, wir müssen in die Richtung. Oh, jetzt kriege ich das nicht weg da. Ich kann sehen. Lass mich vorangehen. Müssen wir hoch, müssen wir runter. Da. Da ist es. Kacke, ey. Jawohl. Pisst euch. Mal sehen. Was gibt's hier? Ach, da können wir wieder springen. Ah, das Ding. Ich glaube, wir müssen hier noch weiter springen, ne? Hier irgendwie zur Tasche kommen. Oha, da ist wieder eine Wurzel. Oh, was für eine. Die Wurzeln bleiben nicht lange sichtbar, nachdem ich mir das Herz vorgeknöpft habe. Beeil dich. Ich weiß. Ich weiß. So, da ist eine. Das ist das Herz. Das ist eine. Ist das nur eine? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Ach, da unten.
Es ist noch nicht vorbei. Beweg dich, Ren. Also mir durchzukommen, oder was? Ach, jetzt sind wir wieder in der Hütte. Sehe ich das richtig? Da ist das. Ich hab's gesucht. Hab's die ganze Zeit gehört. Ach, wir müssen zu ihr zurück, oder was? Tasche wieder erlangen. Hä? Okay, warte. Ich muss an die Tasche. Der Schatz muss hier irgendwo sein. Ziel doch mal richtig. Ein Schatz ist ja jetzt auch noch. Hier vielleicht? Da. Da sage ich nicht nein, ne? So. Okay. Müssen wir hier an die Tasche kommen. Sie muss hier irgendwo im Baum hängen. Aber wo? Da. Ah ja. Flora, ich will mich kurz fassen. Als ich angeordnet habe, dass ihr euch mit Shepard versöhnen sollt, habe ich euch Unrecht getan. Ich verstehe nun, dass ich in meiner Eile, Gehorsam und Effizienz zu den Soldaten zu etablieren, euch gegenüber zu harsch war. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es geht um Menschenleben. Ich möchte euch mit diesem Brief bitten, ins Fort zurückzukehren, um euch zu zeigen, dass Shepard es ernst meint. Ich habe ihn losgeschickt, euch diesen Brief zu überbringen. Es würde mich freuen, wenn auch ihr einen Schritt auf ihn zugehen würdet. Ihr seid unsere beste Jägerin, Flora, und wir brauchen euch. Ich brauche euch. Und ich glaube, ihr braucht uns auch. Nach Pennington's Tod müssen wir Disziplin wiederherstellen und unseren Respekt füreinander wiederfinden. Kommt zurück, ich bitte euch. Wir werden euch den Respekt entgegenbringen, den ihr verdient habt. Dafür werde ich persönlich sorgen. Ihr seid die beste Schützin in dieser Gegend. Und wir brauchen euer Talent jetzt mehr denn je. Ach, das von Priest. Nachdem das geregelt ist, freue ich mich, euch in ein oder zwei Tagen wiederzusehen. Hochachtungsvoll, Helen Priest. Shepard gefiel das sicher nicht. Er konnte Helen Priest nicht gegen Flora aufbringen. Das hat ihm sicher nicht gefallen. Priest wollte es wieder gut machen. Priest hat Nerven. Zumindest wollte Helen Priest es wieder gut machen und hat sie gebeten, zurückzukommen. Auch das wird Shepard nicht gefallen haben. Dann müssen wir jetzt wieder zurück. Warte mal, da können wir noch an diesem Fluss vorbei. Fluss, Bach, keine Ahnung. Ist da hinten noch was? Warte mal. Da kommt man nur in diesen Bereich. Hier ist noch die Kiste. Schatulle des Reisenden. Da will ich hin. Und hier muss ich auch noch hin. Weil da haben wir definitiv den Schlüssel für. Und dann machen wir die Geisterermittlung zu Ende. Und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Ist auch noch was. Und da geht's schon wieder ab, ey. Verstärkung! Hier, bedien dich!
ihrer Wesen in den Fallen. Wer immer sie aufgestellt hat, ist nie zurückgekommen. Ah, wir müssen hier ran. Ach, hier sind wir jetzt. Es hängt alles irgendwie zusammen. Ich war ja auch noch eine Wurzel. Aber in welchen Bereich kommen wir dann? Mal sehen. Ach, das war die Kiste in ihrem alten Dingens hier. In ihrer alten Heimat. Da war eine Blume. Ich habe sie übersehen. Verdammt, war ich auf dem Rückweg. Feuerstich. Eine neue Waffe. Teilweise besser. Zorn, außer Vitalität und ein bisschen weniger Gesundheit. Mehr Geist. Nehmen wir die mal. Stufe 4. Probiere ich mal aus. So, jetzt müssen wir noch einen Ort finden. Nein, Karte. Und zwar diesen hier. Ich denke mal, dazu müssen wir in die Höhle und müssen diese Wurzel bekämpfen. Die Wurzel war ziemlich groß. Oder vielleicht auch nicht. Ach, hier. Oh, ist das eine Geißel? Leichen. Wir könnten das, was ich hier versteckt, herbeirufen. Es müsste eine Geißel sein. Ah, nein, es ist ein Endlos. Ah, es ist eine Endlos-Geißel. Lasst euch sehen! Zu spät. War wahrscheinlich eh falsch. Das habe ich richtig verbrochen, stimmt's? Ist keine Geißel. Komm, ist gut. Trotzdem gab es hier noch irgendwo eine Wurzel, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, hier kommt man runter. Hier kommt man wieder dahin. Okay. Warte mal. Das war nur die Endlos-Geißel, ne? Endlose Elite. Ach Gott, ey. Aber irgendwo war da nicht noch eine Wurzel oder war die woanders? Hat sie sich einfach nur in den Höhlen mit verbreitet? Ich glaube schon. Also wenn ich die jetzt nicht mehr finde, dann mache ich... Gehe ich zu Theodor. War die auch nicht, oder? Wo war denn das Ding? Hier wäre noch eine Wurzel drin gewesen. Oh, da ist noch was. Guck mal. Das habe ich übersehen. Na gut, gehe ich zu dir durch. Ich glaube, hier ist keine Wurzel, sonst wäre die auch auf der Karte gewesen. Machen wir das. Das ist tatsächlich der kürzeste Weg.
Kann ich nochmal mit ihr reden? Du wirst mir, jaulende Töne. Braucht ihr etwas? Anscheinend nicht. Lasst euch nicht weiter stören, Flora. Ich vertraue euch. Hoffentlich ist es kein Fehler. So, mein Freund. Schicken wir dich in die Hölle. Wie stehen die Dinge? Ich habe euch euer Notizheft mitgebracht. Und eure Fallen. Sehr schön. Gebt sie her. Nein. Nein, ich denke, ich werde sie behalten. Was soll das heißen? Macht ihr Witze? Und ich habe Neuigkeiten. Flora Abbott ist tot. Das ist ein guter Witz. Kumpel, Flora Abbott geht mir am Arsch vorbei. Das sollte sie lieber nicht. Ihr Geist sucht euch immerhin heim. Wollt ihr auch wissen, weshalb? Ich weiß genau, weshalb. Sie hat mich gehasst. Ich habe mich von ihrem Rumstolzieren nicht blenden lassen. Mich nicht wie Pennington täuschen lassen. Sie floh, um euch zu entkommen. Sie floh aus dem Fort, um euch nie wiedersehen zu müssen. Sie hätte euch töten können. Aber sie hat sich dagegen entschieden. Das solltet ihr wissen. Das war nur, weil sie wusste, dass sie verlieren würde. Sie konnte besser schießen als ihr und sie war schneller. Sie kannte das Gelände und wusste, wohin ihr gehen würdet. Sie hätte sich auf die Lauer legen können, auf euch warten, um euch dann zu erschießen, wissend, dass ihr auf der Jagd dort vorbeikommen würdet. Kommt euch das irgendwie bekannt vor, Kumpel? Nein. Sollte es? Ihr habt Flora Abbott getötet. Lasst die Spielchen. Ihr habt Flora Abbott getötet. Ich hatte nichts damit zu tun. Und ihr könnt nichts beweisen. Ich muss gar nichts beweisen. Ich weiß es. Das ist genug. Und was, wenn ich es war? Tiere zu töten ist mein Beruf. Und ihr könnt nichts dagegen tun, Kumpel. Ich bin Engländer. Wie er leibt und lebt. Was wollt ihr tun? Mich verbannen? Zeit, die Sache abzuschließen. Ihr redet wirklich furchtbar viel Mist, Shepard. Es wird Zeit, dass man euch mit der Wahrheit konfrontiert. Schuldzuweisung. Theodore Shepard. Der Geist eures Opfers sucht euch heim. Die Wahrheit ist, dass ihr ein abscheulicher Tyrann seid. Was weiß ein Schotte denn schon übers Menschsein? Macht es mir wirklich einfach, Shepard. Diese Heimsuchung ist gleich vorbei. Verbanner beschützen die Lebenden vor den Toten. Das stimmt. Aber manchmal richten wir dabei auch die Lebenden. Glückwunsch. Selten sah ich jemanden, der mehr verdiente, gerichtet zu werden als ihr. Moment! Nein! Wartet! Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei der blöden Hure. Ich bin ein guter Mensch. Es war ein Fehler. Nur ein dummer Fehler. Ja, es war ein Fehler. Erlaubt mir, euch mit den Konsequenzen zu konfrontieren. Sieht auf jeden Fall immer fertiger aus, wenn er einen hinrichtet. Ich sehe die Grube, aber wo ist der Schwefel? Oh, verdammt. Adlerauge. Zack. Theodors Schatten. Oh, wir haben ein Gewehr plus eine Essenz. Sehr schön. Flingschuss. Theodors Schatten. Ah, ist ein bisschen schlechter. Hat aber mehr Weisheit, mehr Vitalität. Können wir vielleicht noch aufrüsten demnächst. Ah, ein bisschen weniger Stärke.
Oh, wir haben noch einen. Oh, guck mal, noch zwei Geisterpunkte. Okay, nehmen wir das. Und dann nehmen wir... Der vierte Schlag erhöht den Schaden der nächsten Manifestation um 40%. Oh, okay. Schön. Was haben wir hier? Wenn die Bannanzeige gefüllt ist, erleistest du den nächsten Angriff 90% weniger Schaden als 20% weniger Bannerpunkte. Ja, komm, nehmen wir das. Okay, ist okay. So. Was ist los? Wiedergängerwölfe. Sie kehren immer wieder zurück. Wir sollten die Quelle suchen und den Spuk beenden. So viele Wölfe. Aha. Okay, ob wir das jetzt wirklich machen, weiß ich nicht. Als nächstes, eigentlich möchte ich... Ah, hier gibt es auch noch... Unterirdischer Ort, Orientierungspunkt. Hier gibt's. Und genau, ich muss da, muss ich das Teil noch finden. Die haben wir erledigt. Erledigt. Seekers Laden. Oh ja, stimmt. Bei Seeker konnten wir auch noch was kaufen. Da haben wir noch die Hexensteine. Aber da weiß ich nicht, was ich genau brauche. Zum Verbessern. Ich würde aber gerne erst diesen Bereich abschließen. Das heißt, ich glaube, wir machen hier erstmal ein paar Nebenquests, bevor wir dann in die anderen Bereiche vorgehen, weil ansonsten haben wir hier nämlich alles erledigt. Alles entdeckt, alles erledigt und diesen Bereich könnten wir auch noch danach machen. Und dann machen wir entweder den oberen oder den unteren. Hier gibt es auch noch ein bisschen was zu entdecken. Hier gibt es auch noch was zu entdecken in diesem nördlichen Bereich. Hier sind noch ein paar, also hier haben wir noch am meisten zu tun, würde ich sagen. Da gibt es hier noch zu tun, hier noch zu tun. Und dann geht's dem Ende zu. Aber das kann noch eine Weile dauern. Wie gesagt, erst die Nebenquests. Gut, das heißt, wir machen Schnellreise. Was ist denn jetzt am schnellsten zum Feuer? Ich glaube, das hier. Das wäre das schnellste Feuer. Komm zurück. Wir sind hier noch nicht fertig. Ich... Was? Den Schuldjungen. Nein, ich komme nicht zurück. Willst du darüber reden? Muss ich das jetzt wirklich machen? Doch was hätte das geändert? Ihr Fell hat eine seltsame Färbung. Tja. Ja. Okay. Wie Rost. Sind sie alle durch die Eisenminen umgekommen? Lass uns deinem Bauchgefühl nachgehen. Mal sehen, wohin es uns führt. Okay. Zu viele Wölfe. Später. Ich wäre jetzt eigentlich nur zum Feuer. Ah, ja, klar, ey. Diese Random-Kämpfe, die. Geh nicht so dumm rum. Nervig. Ich stehe bereit. Bereust du etwas? Hätten wir uns anders entscheiden sollen? Vier der Shepherds gibt es wie Sand am Meer. Wie viele Floras müssen noch sterben, bevor sie sich ändern? Rache ist bitter. Und Gerechtigkeit gibt es nicht. Nicht für uns. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Tut mir leid. Ich weiß. Na los, lass uns ein paar Wölfe erlegen. Erst zum Feuer. Oh, echt jetzt? Du weißt, dass ich auch noch da bin. Thank you.
die Richtung. Nee, runter, runter, hoch. Hoch, runter, hoch. Links, rechts, von unten, von hinten. Hoch. Ach, dieser scheiß Scuttler-Junge unter die Lupe nehmen. Das haben wir immer noch. Da weiß ich gar nicht, wo dieser Scuttler-Junge ist. Da haben wir noch diesen Fall offen mit dem Mord. Wo ist das Feuer? Hä? Hier ist das Feuer. So, erstmal gucken, ob wir die Waffe hier mal aufrüsten können, die ich jetzt hier habe. Können wir nicht aufrüsten. Was brauche ich denn dafür? Was brauche ich denn dafür? Ein Schäbenhorst-Schlick. Dann müssen wir so einen Schäbenhorst wieder machen. So, aber wir reisen jetzt erstmal, erstmal wieder hierhin zurück. Um das schön in diesem Bereich zu machen. Allerdings machen wir das in der nächsten Folge. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Wir werden uns dann erstmal da unten in dem Bereich rumsehen. Ich hoffe, dass wir diesen Scuttler finden. Und ja, dann machen wir hier weiter. Haut rein. Ciao.